Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist bei mir endlich die Pinkbox eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Pinkbox ist eine monatliche Abo-Box, die man für 13,45 pro Box, also ab 13,45 pro Box erstehen kann. Sie erscheint, wie gesagt, monatlich und enthält so ungefähr oder mindestens 5 Beauty-Produkte. Es gab mal irgendwann eine Zeitschrift, die da immer mitgeliefert worden ist. Die ist mittlerweile ersetzt worden durch ein weiteres Produkt. Das heißt, wir haben eigentlich 6 Produkte in dieser Box. Und ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe Pinkbox-Team. Und ich darf deswegen auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ich bin sehr gespannt, was in dieser Box drin ist. Ja, falls du einfach auch zu neugierig bist und das nicht abwarten kannst, unten in der Infobox ist alles nochmal verlinkt, in der richtigen Reihenfolge, wie ich es zeige, mit Timestamps und so weiter. Also kannst du gerne da schon mal dich spoilern oder du ziehst dir einfach dieses kurze 10 bis 15 Minuten lange Video einfach rein und schaust, was ich zu den Produkten zu sagen habe. Unser Nachbar startet gerade sein Motorrad, deswegen grummelt es gerade. Ich hoffe, Sammy kann das richtig zuordnen und denkt nicht, dass draußen ein Gewitter aufzieht. Aber wir gucken mal. Ja, die Box kam in einem Umkarton bei mir an und neben dem Umkarton lagen 2 Produkte. Das ist einmal ein Getränk. Meistens ist dieses Getränk im Sommer, wenn die Pinkbox es beilegt, ein Goodie. Ich sehe es jetzt einfach mal als Goodie. Und das ist von Volvic Limotion Orange, weniger Kalorien, ohne Zusatzstoffe, mit Kohlensäure. Und das passt ganz gut, denn ich habe Durst. Bei uns ist es relativ warm. Wir haben es jetzt gerade noch 25 Grad und das um 6:30 abends. Wow, das hört sich an nach einem ADAC-Helikopter, ne? Kann auch sein. Der fliegt hier nämlich auch manchmal dran vorbei, weil wir in der Nähe von einem Krankenhaus wohnen. Naja, relativ in der Nähe. Jedenfalls in Luftnähe offensichtlich. Und ja, deswegen probiere ich das erstmal. Also das, ich mag sowas ja ganz gerne, ne? Prost. Wird wie Limo schmecken, ne? Das steht hier auch drauf. Ja, die sehr zarte, gesunde Orangenlimonade, sage ich jetzt mal dazu. Ich weiß nicht, ob ich den Markennamen nennen darf. Ne? Mit Fruchtsaft kann sich natürlich absetzen. Leicht aufschütteln. Okay, das mit dem Aufschütteln habe ich jetzt nicht gemacht, weil eben erst der Paketbote ankam, beziehungsweise mittlerweile ist es eine Frau. Denn unser DHL-Bote, das muss man an dieser Stelle mal erwähnen, geht in Rente, der arme Mann. Der hat sich noch mit einigen Paketen von mir abschleppen müssen und geht jetzt in seinen wohlverdienten Ruhestand. Läuft bei ihm. Und jetzt ist es ein junges Mädchen, was das immer bei uns bringt. Ich hoffe, sie kriegt das alles gepackt, vor allem wenn dann die ganzen Adventskalender bald kommen. Ne? Die tut mir jetzt schon leid, ich sag's euch. Naja, aber auf jeden Fall wird es ein bisschen einfacher, ihr einen Adventskalender zu gestalten. Denn für meinen männlichen DHL-Boten, der sonst immer regulär bei uns kam, habe ich ja auch immer einen gestaltet. Ich schweife vom Thema ab. Im Sommer. Im Sommer rede ich über Adventskalender. Auf jeden Fall ist es für sie dann wahrscheinlich etwas einfacher. Egal. Ein weiteres Produkt, was auch gar nicht, glaube ich, in die Box gepasst hätte, ist dieses Shampoo. Und zwar ist das von Gliss-Kur. Hair Repair Limited Edition Summer Repair. Pflegeshampoo mit sommerlichem Duft für sommerstrapaziertes Haar durch Sonne, Strand und Pool. Jo, ne, also definitiv. Ich merke das ja auch daran, dass meine Haare im Sommer halt viel, viel heller werden, als sie es im Winter sind. Klar, Sonnenschädigung und so, ne? Komm, wir riechen hier mal dran. Ich kann gar nicht sagen, wonach das riecht. Blumig. Angenehm. Also ich mag den Duft. Ich weiß jetzt nicht, wonach genau das riechen soll. Das steht hier auch, glaube ich, gar nicht so gut drauf. Es entfernt auf jeden Fall Rückstände von Salzwasser, Chlor und Sonnencreme. Das finde ich ganz nett. Omega-9, Aprikosenöl. Ja, ist doch schön, ne? Das ist ein Shampoo. Wie man Shampoo anwendet, wissen wir. Finde ich cool. Also das wird auch auf jeden Fall bei mir bleiben. Und dann bin ich mal gespannt, was wir überhaupt für ein Motto haben. Ne? Ich habe jetzt einfach mal den Deckel eiskalt entfernt, ohne euch damit zu nehmen. Wir hatten mal im Deckel Du bist schön drin stehen. Wo ist mein Du bist schön geblieben? Ich finde dieses oder fand dieses Kompliment jeden Monat immer sehr charmant. So, hier haben wir auf jeden Fall das Magazin, wo drin steht, was drin ist. Und hier sehen wir dann auch schon die Produkte in der Box und da sehen, oh mein Gott, das sieht sehr geil aus. Ich habe mir noch kein Unboxing angeschaut, aber es gibt schon einige. Ciao Bella ist das Motto von der Pinkbox im August. Läuft. Ciao Bella, kein Land steht so sehr für guten Stil und Schönheit wie Italien.
Von Sophia Loren über Monica Bellucci bis hin zu Chiara Ferragni, die kenne ich nicht. Italienische Frauen strahlen oft etwas ganz Besonderes aus. Strahle auch du mit den italienischen Ikonen um die Wette, denn mit der Pinkbox Ciao Bella versüßen wir deinen Sommer und machen ihn noch schöner. Weiter lese ich nicht, weil da kommen Spoiler. Ich meine, wir lassen uns in den nächsten Minuten genug spoilern, aber trotzdem. Wir wünschen dir weiterhin einen schönen Sommer. Viel Spaß beim Ausprobieren und Testen deiner neuen Beauty-Highlights. Bachi, dein Pinkbox-Team. Da bin ich mal gespannt. So, da haben wir auch noch Codes drin, die haben wir jeden Monat mit dabei. Und dann haben wir hier zuallererst ein Produkt, was ich hart feiere, denn ich liebe diese Express-Repair-Spülung von Gliscur. Und das ist das passende Ding. Jetzt ist unser Nachbarhund am Jaulen, weil der, was ist hier los? Also irgendwo scheint wirklich was Schlimmes passiert zu sein und ich lache, das ist böse. Also der Krankenwagen ist jetzt auch noch vorbeigefahren, eben habe ich den ADAC-Helikopter gehört und jetzt fährt der Krankenwagen vorbei und dann jault unser Nachbarshund. Ja, herzzerreißend, Leute, ich sag euch das, keine Ahnung, ich werde das nachher mal bei uns auf der Seite nachlesen, was so abgegangen ist bei uns, egal. Auf jeden Fall habe ich hier Express Repair, das mache ich mir gerne, nachdem ich geduscht habe, in die Haare rein, damit ich besser durchkomme zum Kämmen. Ne? So, so gut und das ist ein gutes Produkt. Nachkaufprodukt auch von mir und jetzt in der Limited Edition, passend zum Shampoo, traumhaft. Das finde ich richtig geil. Also das ist halt auch mal was anderes als nur die Shampoo- und Spülung-Kombi, die man sonst so drin hat. Jetzt hast du nämlich Shampoo und Express-Spülung mit drin. Hier habe ich jetzt etwas mit drin, was ich schon mal mit drin hatte. Aber ich weiß nicht, in welcher Box das war. Das ist von Melusine Paris Mascara und Conditioner 3 in 1. Die hatte ich schon mal. Entweder habe ich die Mascara noch oder ich habe sie in einem Full-Face-Beauty-Boxen ausprobiert und aussortiert. Ich weiß es nicht. Muss ich nachgucken. Und deswegen, ich mache sie jetzt nicht auf, weil die wird auf jeden Fall weiter wandern. Und aber finde ich ganz cool. Ich kann euch auch das Bürstchen zeigen. Das ist ein Gummibürstchen, was auf der einen Seite längere Borsten hat und auf der anderen kürzere. Und das schaut dann so aus. Ist auch tatsächlich das Produkt-Highlight. Ne? Ich weiß nicht, ob das im Adventskalender mit drin war oder so. Und das hat sogar einen Wert von 21 Euro. Das ist natürlich heftig. Ja, ne? Aber ja, ich habe sie halt schon da oder da gehabt und dann brauche ich sie ja nicht nochmal so ausprobieren, austesten, zeigen, wie auch immer, ne? Deswegen, die wandert weiter. Dann habe ich hier, das finde ich sehr interessant, Limited Edition von Shelms Lip Volume Glossy Konzentrat. Braucht eigentlich kein Mensch. Eine Maske für die Lippen braucht doch kein Mensch, oder? Ich mache mir da einfach dick Lippenpflege drauf. Aber gut, hier haben wir ein Konzentratgedöns mit Plumping-Effekt, Pflegeglättung und Schutz mit Tripeptidkomplex. Und das sind tatsächlich 7 kleine Anwendungen. Das finde ich echt fancy. Also ich habe sowas für die Augen schon mal gesehen, aber für Lippen, das scheint wirklich neu zu sein. Finde ich interessant. Wie niedlich klein diese süßen kleinen Prümpel sind, wo man dann das Serum rausdrückt. Ne? Ich habe letztens sowas gehabt für die Haare. Da war das halt größer als das, was man normalerweise fürs Gesicht hat. Und das hier ist jetzt einfach kleiner. Das sieht so niedlich aus. Also ich muss echt gucken, ob ich das überhaupt aufkriege. Wahrscheinlich mit einer Schere oder sowas. Ne? Weil ansonsten fliegt mir das ganze Ding um die Ohren. Ich bin da schon sehr gespannt drauf. Das ist süß. Echt süß. Wie viel ist denn da pro Kapsel drin? Ich weiß nicht, weil hier steht nur 7 Kapseln, 7 Anwendungen drin. Sehr interessant. Ne? Schon süß. Fancy, auf jeden Fall mal was Ungewöhnliches, was anderes. Das mag ich. Hier habe ich von Bullrich zwei. Oh je, hier haben wir aber ganz schön viel drin diesmal, Leute. Von Bullrich Heilerde Tuchmaske mit Hyaluronsäure für einen belebten Teint, erfrischend und belebend für eine glatte, straffe Haut. Die habe ich schon mal ausprobiert. Fand ich ehrlich gesagt nicht ganz so umwerfend. Kann man machen, muss man aber nicht. Und das gleiche gilt auch hier für die Heilerde-Tuchmaske mit totem Meersalz zur Beruhigung der Haut. Entspannt und beruhigend bei trockener und gereizter Haut. Ich persönlich mag die nicht so gerne. Da habe ich wirklich bessere, mit denen ich besser kann. Auch bessere Heilerde-Produkte. Da mag ich Luvos einfach so viel lieber. Ja, bin ich ehrlich, ne? Ist jetzt nicht so das Nonplusultra. Aber es ist schön, dass es mit drin ist, weil die Masken sind okay. Die haben mich halt nicht vom Hocker gehauen, als ich sie im Juli, habe ich die, glaube ich, aufgebraucht gehabt. Aber ja, sind halt okay. Kann man machen. Jo. Dann habe ich hier noch etwas drin. Mir hat schon eine Followerin auf Instagram geschrieben. Liebe Grüße geht an dich raus. Die sagte, Claudi, ich musste beim Unboxing meiner Pinkbox direkt an dich denken, weil in der Pinkbox ist ein Produkt,
Da sagst du, Safe gehört nicht in eine Box. Ist auch so. Blasenpflaster gehören nicht in so eine Box. Ich habe auch mittlerweile gehört, dass es super als Anti-Pickel-Pflaster sein soll. Herzlichen Glückwunsch, aber dafür habe ich Anti-Pickel-Patches. Wir haben hier von Compete schnelle Heilung, High-Heel-Blasenpflaster. Aber ich habe mittlerweile eine Verwendung dafür gefunden. Und zwar sammle ich diese ganzen Compete-Viecher und entweder packe ich die dann in Boxen, die ich zum Beispiel für Freunde und Familie mache. Wo ich zum Beispiel letztens bei einem Kollegen, der Papa geworden ist, aus Gag einfach mal so ein Ding reingelegt habe, so nach dem Motto, ne, jetzt musst du einfach mehr durch die Gegend laufen, um dein kleines Baby halt zu beruhigen und so weiter, deswegen Blasenpflaster, ne? Oder ich bewahre sie halt einfach auf und mache dann so Partyboxen für meine Freundin und mich, wenn wir das erste Mal nach Corona wieder feiern dürfen, weil da werden wir eskalieren, Leute, ich sag euch das, ne? Und ja, dann bekommt jede, also wir sind 12 Mädels, deswegen, ich müsste theoretisch 12 Mal sowas haben, so viele habe ich noch nicht davon, deswegen finde ich das nicht schlimm, wenn sowas mit drin ist. Ich finde dafür eine Verwendung, alles ist gut und ja, dann gehen wir nämlich feiern und dann können wir eskalieren und kriegen keine Blasen, so. Und dann habe ich hier noch, last but not least, hier ein Produkt drin von Six. Und Six ist eine Schmuckmarke. Ich habe zwar noch nicht die Unboxings von den anderen Mädels gesehen, aber ich habe die ganzen Thumbnails gesehen. Beim ersten habe ich mir gedacht, hä, warum hatten die da eine Sonnenbrille auf der Nase? Bei der zweiten habe ich gedacht, warum hat die auch eine Sonnenbrille auf der Nase? Und dann hat irgendwann Klick gemacht, als ich das dritte Thumbnail gesehen habe, wo auch eine Sonnenbrille war. Und zwar ist hier eine Sonnenbrille drin. Ja, Multicolor L. Schön, werde ich euch auch zeigen. Aber werde ich nicht behalten, weil ich habe, ja, optische Brillen brauche ich. Also ich habe Stärke und brauche deswegen auch gerade beim Autofahren Sonnenbrillen mit Stärke. Da habe ich auch super schöne von Zinn zum Beispiel. Da habe ich auch eine tolle Kooperation. Ich weiß nicht, ob mein Code WELT aktuell noch aktiv ist. 50% auf die Gestelle und 20% auf die Gläser. Schaut einfach mal nach. Das ist ein Affiliate-Code, falls er noch funktioniert. Und ja, das hier ist halt eine Sonnenbrille, ne? Ist super und die ist bestimmt auch wunderschön und wird mir auch sehr, sehr sicher stehen, weil ich bin so ein Brillengesicht-Mensch, ne? Aber ich brauche halt eine mit Stärke. Hier habe ich noch irgendwie diese Klau-mich-nicht-Geschichte drin. Also wunderschön, kann man nicht so sagen, ne? Also wirklich eine Brille, die gut abdeckt und wenn dann halt von welcher Seite auch immer die Sonne kommt, gut die Augen schützen wird. Vielleicht, wenn ich im Garten bin, aber dafür habe ich eigentlich eine Sonnenbrille. Ansonsten trage ich nur optische Brillen mit Stärke, weil ansonsten laufe ich irgendwo gegen oder fahre irgendwo gegen, das macht dann keinen Sinn. Hier hast du auch UV-400 draufstehen, ist bestimmt total super, ne? Also sage ich auch nichts, ne? Das ist eine ganz tolle Brille. Ich mag auch gerne dieses hier an der Seite. Das ist schön und das ist halt auch passend für den Sommer. Also definitiv ein cooles Goodie, was man mal mit drin hat. Einfach mal eine Sonnenbrille, ne? Passt definitiv. Ich finde die wunderschön, aber ich kann sie halt leider nicht verwenden. Und meinem Freund kann ich sie auch nicht geben, weil dafür ist sie halt einfach zu fraulich. Vielleicht meiner Mama, aber die trägt eigentlich auch eine Brille. Na, ich muss mal gucken. In meinem Familien- und Freundeskreis habe ich bestimmt einen freudigen Abnehmer dafür. So, und dieses Mal, weil die Box so prall gefüllt war, haben wir auch nur so ein bisschen Krüppelpapier drin. Das ist echt der Wahnsinn. Es war aber eine geile Box, ne? Ich weiß nicht, sau viele Produkte. Also die Brille, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann noch das Shampoo und das Getränk, wobei das Getränk wahrscheinlich eher so Goodie ist, aber ganz schön krass, oder? Also ich muss sagen, Goodie Box hat jetzt hier kein Kracherprodukt reingemacht, vielleicht die Sonnenbrille so ein bisschen, aber brauchbare und coole Produkte, definitiv. Denkt auf jeden Fall dran, ich habe eine Verlosung am Start, alles dazu steht unten in der Infobox und ja, schreibt mir deine Meinung über die Box gerne in die Infobox, genau. Da kommst du aber nicht rein. Nein, das ist mein Schreibbereich. In die Kommentare. Und dann können wir uns da gerne mal austauschen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beautyboxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!